Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem F1 Manager 2023 Projekt. Ein Schumacher im Ferrari hat übrigens eine Stufe sich weiterentwickelt auf 82. Gucken einmal ganz kurz rein, ob wir hier irgendwas ändern müssen. Ich denke nicht. Reibungslosigkeit, Überholen, Abwehr. Ne, wir werden das mal so lassen. Ja, wenn euch das Projekt gefällt, wie immer gerne Like, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und hier seht ihr schon, die nächsten Veränderungen stehen an. Schauen wir einmal auf die Weltrangliste, was glaube ich das Spannendste aktuell ist, denn es ist in der WM richtig spannend. Das vorletzte Rennen. Wir fahren nämlich jetzt gleich nach Las Vegas. Und oder fliegen, theoretisch gesehen. Mick fehlen noch 4 Punkte auf Max Verstappen und noch 11 auf seinen Teamkollegen Charles Leclerc. Das können wir aber ja, wie wir wissen, selber handeln. Zum großen Preis Oh, von was für Las ein Bild. Vegas. Wir Cool. sind in der Unterhaltungsmetropole der Welt. Und für ein Wochenende übernimmt die F1 den Las Vegas Strip. Wenn es dunkel wird, gehen hier die Lichter an. Und wir freuen uns. Richtig, wenn es dunkel wird, gehen da die Lichter an. So, dann absolvieren wir einmal die Trainings und dann sehen wir uns gleich zur Qualifikation. So, es sind beide gut vorbereitet und ich weiß nicht, ob es an dem Rennsieg von der letzten Saison liegt, aber Mick Schumacher war im Training immer vor Charles Leclerc und das um 3 bis 4 Zehntel. Jetzt kommen wir zur entscheidenden Qualifying-Session. Da stelle ich mir doch die Frage, hat er vor, vielleicht einfach tatsächlich aus eigener Kraft wirklich Weltmeister zu werden? Und nicht nur das, die nächste Überraschung war, Max Verstappen wird strafversetzt. Was freue ich mich wieder. Und Alonso und Stroll auch. Das heißt, freie Bahn mit Marzipan, nein. Bedeutet, wir haben die Möglichkeit, mit beiden Autos aus der ersten Startreihe zu starten. Wenn in der Qualifikation natürlich alles glatt geht. Die Teile von Charles Leclerc sind schon ziemlich aufgebraucht, aber ich denke, damit sollten wir hinkommen. Wir haben Anfang der Saison auf das ein oder andere Teil verzichtet sozusagen oder das schon eingebaut und da die Strafversetzung in Kauf genommen, was uns jetzt am Ende der Saison, denke ich, mir schon einen großen Vorteil bringt. Die Setups, die zeige ich an dieser Stelle nicht. Dafür habe ich nämlich ein extra Tutorial gemacht, was ich euch gerne mit in der Videobeschreibung verlinke. Oder schaut in meine Facebook-Gruppe rein. Dort findet ihr auch die Einstellung meiner Setups. Die poste ich dort immer. Und dann würde ich sagen, ja, starten wir rein in die Qualifikation. So, let's go. Mick auf die Strecke. Er könnte die 1 bekommen in der Folgesaison. Aktuell hat sie dieser Mann Radio check. auf dem Auto. Coming for radio check. All clear. Radio check. And radio is loud and clear. And focus on your tire stems. Copy. She's out loud normal. Okay. Gut, geben wir mal Vollgas und hoffen auf eine freie Runde. Nein! Oh! Das darf doch nicht wahr sein! Ey, wie kann man sich so in den Weg stellen? Ach, sorry, da muss ich mich aber gleich aufregen hier. Mal vorläufig Leader Sektor, ja, dann toppt Charles Leclerc, das wundert mich nicht. Der Alpha Tauri stand da so heftig im Weg. Und Mick hat eigentlich das Potenzial, hier definitiv auf die Pole zu fahren. Aber gut, das entscheidet sich ja nicht in Q1, Gott sei Dank. Stay negative. Stay negative, please. Macht mich richtig wütend, sowas, ne? 2 Sekunden. Ehrlich. Das ist echt schwierig in dem Getümmel, ein
passenden Slot zu finden. Und ich hoffe, er läuft jetzt auf. Jawohl, der McLaren schiebt sich komplett beiseite. Müsste auf noch einen auftauchen da vorne. Jo, fährt beiseite. Und dann ist noch nach der Red Bull, der fährt auch beiseite. Das passt. Grüner Sektor 1. Ich hoffe auch auf den grünen Sektor oder vielleicht sogar lila in Sektor 2. Der Charles Leclerc hat es gereicht. Mick würde aktuell rausfliegen. Mit gebrauchten Reifen unterwegs. Komm schon. Jawohl. So nämlich. So walks the rabbit, oder wie sagt man? So, die letzten Sekunden laufen runter. Drei Autos sind drin. Hat dann Perez die Zeit nochmal hergeholt. Hey, das haben wir überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wird er vielleicht auch nochmal strafversetzt? Hamilton ist raus! Perez nicht, aber Max Verstappen. Eieieiei, was hat denn George Russell 34,1? 7 Zehntel. Wahnsinn, aber es sind viele Strafversetzungen und das wird sich bestimmt auch noch durchs nächste Rennen ziehen. So, Mick wird nochmal mit Frischen rausfahren müssen. Wir können jetzt nicht nochmal die benutzen nehmen. Und sofort auf die Strecke. Bleibt bei dem Szenario, weil ich finde, dass wir immer eigentlich dort den besten Schnitt dabei machen. Diesmal wird das wahrscheinlich nichts, weil schon wieder Max Verstappen irgendwo im Weg rumfährt. Aber wenn der uns behindert, ne, dann ist Zappenduster gleich. Da war er schon zu sehen. Mach Platz! Ehrlich. So, dann kommt Charles Leclerc von da hinten. Oh, da ist aber weit beiseite gefahren. Und ich glaube, das hat Charles Leclerc eher was gebracht als Mick. Aber wichtig ist, dass wir überhaupt erstmal in den Top 10 drin stehen. Da laufen wir auf einen Alpine auf, denke ich, müsste das sein. Ja, tut uns aber nicht weh. 34,1. Ja, County P1. Charles Leclerc unterbietet das nur knapp. Also ich denke, damit sollten wir klarkommen. Oder müssen wir noch mal in die Box fahren? Was mich wundert gerade ist auch, wo nehmen die anderen diese Zeiten her? Also da bin ich ein bisschen erstaunt. Und die Frage, muss Mick noch einmal rausfahren? Die reichen letzten Endes 2 Zehntel. Roll, da traue ich das zu, dass er sich noch verbessert. Bei den anderen weiß ich das nicht so. Das ist echt schwer einzuschätzen. Norris auf Platz 6. Also, was für eine Performance. Nächstes Jahr im Ferrari. Ich freue mich riesig. Die entscheidende Frage ist, schafft es der Mick überhaupt noch, seinen Titel zu verteidigen? Also mit 33,2 legt aber auch Alonso hier eine Zeit hin. Hülkenberg auf Platz 3 mit dem Haas. Das kann nur durch das Ziehen im Windschatten irgendwo zustande kommen. Das ist ja absolut unglaublich. So 34,6, 34,8. Ja, das kann nur so sein. Wahnsinn. Das ist absolut heftig. Das bedeutet, wir das andersrum auch probieren. Und beide hintereinander. Ich hoffe, dass die Nagel noch dranbleiben, dass Charles Leclerc den Mick zieht. Und dass uns keiner im Weg rumfährt. Und ich denke, Mick wäre noch Nagel noch dran, tatsächlich für Windschatten. Jetzt kommt Russell raus. Nee, ich glaube, Mick ist zu weit weg. Oh, ein Haas. Das ist Nico Hülkenberg. Der Mercedes schön sauber an die Seite gefahren.
Und noch sieht es nicht so aus, als könnte Mick von dem Windschatten profitieren. Da vorne ist ein Aston Martin noch im Weg. Und ein Red Bull, der dürfte uns aber auch nicht im Weg sein. Aber ich denke, ein paar Meter fehlen Mick. Ich denke, das reicht nicht, um davon zu profitieren. Jawohl, Bestzeit für Mick Schumacher in Sektor 2. Hat das vielleicht doch was gebracht auf der Geraden? Ich denke, die waren zu weit auseinander. Nein! 56.000ste! Mal Alonso hinter Perez. Der kann sich auch schön ziehen lassen. Kann man das sehen? Oder ist er auch da zu weit weg? Ja, da ist er zu weit weg. Verstappen mit 4.000ste. Aber gut, da wird strafversetzt. So, ich denke, das war's auch. Wir fahren nicht nochmal raus. Alonso wird auch strafversetzt. Da mache ich mir keine Sorgen. Die Frage ist, lässt sich Perez ziehen? Nein, der fährt alleine. Russell hinter Verstappen. Hülkenberg lässt sich ziehen. Wenn Hülkenberg auf die Pole Position fährt, ne? Ja, den gebe ich euch einen aus. Komm schon, hol alles raus. Der Hulk auf der Pole. Nee, platziert sich auf Platz 7. 8. Sainz auf der 7. Russell, also im Mercedes, ein sensationelles Ergebnis. Für Lando Norris leider nur Platz 10 im McLaren. Aber auch das, denke ich, einfach sehr, sehr gut gemacht. Oscar Piastri, vorletzter. So, und damit eine rote erste Startreihe. Es ist Renntag und die also, wenn das nicht mal schick ist. So, und ich entscheide mich für seltsame Strategien. Und zwar lassen wir... Hier kann man das nochmal sehen, wie viele Reifen die tatsächlich über haben, ne? Wir gehen bei Charles Leclerc auf Soft, Medium, Soft. Und bei Mick Schumacher auf Hard, Medium, Soft. Das von den Reifen. Es kann sein, dass wir hiermit einen Fehler machen. Das ist mir schon vollkommen bewusst. Aber meine Idee ist folgendes. Max Verstappen wird ja von weiter hinten starten. Das Charles Leclerc lassen wir zu Anfang volle Pulle fahren. Frühzeitig in die Box fahren, sodass er vielleicht vor Verstappen rauskommt und ihn dann im Weg rumfahren kann. Während Mick einfach Tempo aufnimmt. Das ist meine Strategie. Wir geben ihm einfach auch einfach mal eine Runde mehr Sprit mit. Und was man nicht vergessen darf, ja, Las Vegas, ich habe da so Safety Car in Erinnerung von letzter Saison. Auch die Möglichkeit ist hier gegeben. Ja, und somit würde ich sagen, starten wir rein. Die Spannung kurz vor dem Rennen ist hier in Las Vegas Mediums. Nahezu greifbar. Ich nehme an, wir alle werden Charles Leclerc heute genau im Auge behalten. Ja, nicht nur ihn. Las Vegas ist bereit für den Start. Da ist noch ein Williams, der hat Softs drauf. Lando Norris sehe ich. Und los geht's. Fokus aufs Tempo. Russell. So, wir gucken mal die Reifenkonstellation alle auf Mediums. Verstappen ist auf Platz 8. So, Charles Leclerc hat nur eine Aufgabe und die heißt Vollgas. Boxenstopp dauert so um die 20 Sekunden. Sainz ist auf Soft. Der könnte hier ordentlich mithalten in seinem Williams. Aktuell sieht das recht sehr, sehr gut aus. Vielleicht geht unsere Strategie aber auch mit Mick ja tatsächlich auf. Das hoffen wir natürlich auch sehr stark. Denn das Auto hat die Leistung. Er selbst ist, glaube ich, in einer sehr, sehr guten Verfassung. Würde ich jetzt mal sagen. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber ich denke, dass das für ihn auf jeden Fall passt. So, 3,7 Sekunden zu Verstappen. Und ja, McLaren macht da ordentlich Druck, aber erstmal interessiert uns das überhaupt nicht. Verstappen hängt schön im Verkehr fest. Das ist unsere Konkurrenz.
Vor Verstappen ins Ziel kommen, Priorität Numero Uno. Ah, der Mercedes setzt zum Überholen an. Geht er vorbei? Wenn nicht, wäre das nicht schlimm. Kann sich Mick ein wenig ziehen lassen. Direkt in den Spritsparmodus. Ja, die stören uns erstmal nicht. 95% sind unsere Reifen. Charles Leclerc gibt immer noch Vollgas. 37,9. 5 Sekunden zu Verstappen. So, da sollte sie jetzt Mick auch ungefähr bleiben tatsächlich. Oder sich vielleicht langsam Stück für Stück wieder nach vorne arbeiten. Wir reagieren strategiemäßig nur auf Max Verstappen. Wir haben in der Vergangenheit so viele Fehler gemacht, sodass wir jetzt eine Entscheidung hier nicht wieder verdatteln dürfen. Muss ich da nochmal reinschalten. Und zwar hätten wir auch tatsächlich den Bonus, wenn wir einfach so mithalten können, vielleicht sogar auf eine Einstoppstrategie zu gehen. Davon gehe ich aber erstmal nicht aus. Aber auch Verstappen mit 87% seiner Reifenmischung, 86, ist offensichtlich gerade so ein bisschen im Sparmodus. Denn auch die wissen, clever kontern oder da sein, wenn es drauf ankommt. So, wir versuchen gerade Mick Schumacher ein wenig fliegen zu lassen, sodass er aus dem DS-Fenster von Russell rauskommt. Das scheint auch gerade zu glücken. Das wäre wichtig. Fällt mir noch ein Szenario ein, was man auch noch machen könnte. Wir können ja den Mick auch noch ein wenig ziehen. Ja. Da haben wir gerade mal die Plätze tauschen lassen. Haben Mick vorbeigelotst an Charles Leclerc. 39,0. Vielleicht kann Charles Leclerc jetzt wenigstens einigermaßen mithalten. Kriegt aber die Anweisung, nicht gegen den Teamkollegen zu kämpfen. Vielleicht tauschen die beiden dann nochmal die Plätze nachher. Mal gucken. Hier auf der langen Geraden bietet sich das einfach nahezu an. Was Charles erklärt. Damit können sie sich immer gegenseitig jetzt schön ein bisschen pushen. Oh, 39,5 hat der Mick letzte Runde. Mal gucken, ob wir das ein bisschen steigern können. Weil Mick ist schön im Spritsparmodus unterwegs. Jo, Alonso 4,8 Sekunden. Und ich denke, das funktioniert. Null. Also eine halbe Sekunde konnte dadurch Mick schon schneller fahren. Anderthalb Sekunden schneller als Alonso. Das heißt, die Strategie könnte tatsächlich aufgehen. Oben sollte man dann nochmal schön auf die Tube drücken. Da kann sich Mick wahnsinnig heransaugen. 6 Sekunden schon Vorsprung. Oh, auf der langen Geraden tauschen wir dann gleich wieder die Plätze. 38,8, sehr schön. 2 Sekunden schneller als die hinteren.
wir werden erstmal noch so ein bisschen weiterfahren. Solange wir schneller sind, denke ich, ist das kein Problem. So, Bügel geht auf. Batterie mehr, ich weiß. Verstappen ist derweil schon auf Platz 4. 39,1. So, jetzt kommen die anderen langsam näher. Da werden wir dann auch gleich Mick vorbeilotsen. Sollte hinhauen. Können wir es mit Charles Leclerc noch ein bisschen auf die Spitze treiben und lassen ihn zurückfallen auf an Max Verstappen ran. Und eine Zeit von Mick war 39,4. Oh, genauso wie Verstappen. Die nächste entscheidende Frage wäre, wir könnten mit Charles Leclerc das Risiko gehen, einen Undercut zu machen gegen Verstappen. Boxenstopp technisch. Das sollten wir versuchen so zu regeln, dass er eben schön mit vielleicht sogar besseren Reifen oder den gleichen Reifen ein bisschen vor der Nase rumfahren kann. 39,7. Mick macht das sehr, sehr gut. 7 Sekunden Vorsprung vor Max Verstappen. Aber es funktioniert ja ganz gut, dass wir Verstappen noch ein wenig behindern können. Wer jetzt vorbeigeht, wir holen uns mit Charles Leclerc einfach dann direkt die Mediums. So, 7,1 Sekunden hat Mick Schumacher Vorsprung. Das funktioniert auch noch ganz gut. Boxenstopp-Fenster ist hinter Joe vor Magnussen. Sollte Mick in die Box kommen. So, jo, 18, 19 Sekunden werden wir wohl verlieren immer. Oh, stopp. Und jetzt heißt es, wir können ruhig mit Charles Leclerc ein bisschen erstmal aufholen. So, dass wir die Stopper hier vorne dann kriegen. Schumacher wäre jetzt im Fenster, das ist erstmal uninteressant. Wir müssen es erstmal schnell hier von Magnussen absetzen. Das tun wir auch. So. Das Verstappen hätten wir mit Charles Leclerc auch drin. Russell geht schon mal in die Box. Alonso geht in die Box. Die ziehen von Medium auf Hard. Das heißt, die werden durchfahren. Das ist durchaus machbar. Ah, Charles Leclerc ist an Russell vorbei. Kein Grund zur Sorge oder für Stress. Verstappen wird da ebenfalls hinrutschen. Sieht sehr, sehr gut aus für Mick. So, auch Verstappen geht in die Box. Wir werden die Strategie von Mick natürlich noch nicht covern. Er könnte jetzt in die Box. Wir werden noch mindestens eine Runde warten. Gasly geht in die Box. Hamilton geht in die Box. Ocon und Perez sind noch draußen. Die werden in der nächsten Runde garantiert in die Box gehen. So, auch Verstappen ist hinter uns rausgekommen. Auf harten Reifen.
Und ich würde jetzt gehen mal eine andere Strategie. 18 Sekunden. Charles Leclerc soll mal ein bisschen Tempo machen. Dann lass mal Mick in die Box gehen, rauskommen und danach von Charles Leclerc wieder ziehen lassen. Ist nämlich, was fahren die denn gleich für Rundenzeiten mit ihren frischen, harten Reifen? Perez geht in die Box. Charles Leclerc 38,1. Da kann anderthalb Sekunden schneller. 38,7. Eine Sekunde ist Russell schneller. Wir können immer noch eine Runde warten. Wir könnten natürlich ja, noch länger hinaus zögern, wird nicht mehr gehen wahrscheinlich. Und nach dieser Runde kommt Mick in die Box und holt sich die Mediums, würde ich definitiv sagen. Ich könnte so einen Zwischenstint machen, die Softs holen, aber ich denke nicht, dass das sein sollte. Ja, Verstappen macht auch Druck. Heißt, Mick kriegt die Anweisung, in die Box zu fahren. Verstappen aber 6 Sekunden hinter Charles Leclerc. Alle auf harte Reifen, das heißt, die werden versuchen, alle durchzufahren. Bei Ocon, da ist natürlich noch so, der könnte jetzt auch noch mal Softs vielleicht aufziehen oder so. Mick geht in die Box. Hoffentlich den Bremspunkt richtig erwischt. Ein guter Stopp, damit bin ich sehr zufrieden. Auch Ocon geht in die Box. Da kommt Charles Leclerc vorbeigefahren. Oh, den weisen wir erstmal hier an, dass der in den Spritsparmodus geht. Hinten sind Russell und Verstappen. Uiuiuiui. Heißt Tempo machen. Er kriegt aber die Anweisung, nicht gegen den Teamkollegen zu kämpfen, denn das soll uns schließlich ein wenig ziehen. So, alleine der Reifenunterschied, da muss es jetzt natürlich machen. So, Mick hat sich schon direkt rangesaugt an Charles Leclerc und fährt auch mal eben die schnellste Runde. 36,6, aber auch Verstappen und Russell sind schnell unterwegs. So, das heißt, Tempo machen. Als Charles Leclerc schon kein ERS mehr. Wir haben letzte Runde 1,3 Sekunden. Wir gucken mal, wie sieht das jetzt aus. 36,0, ja, das läuft. So, mal gucken. Was hat jetzt gleich 2,3 Sekunden schneller. Also unsere Strategie funktioniert. Man darf nicht vergessen, wenn wir die Softs nachher nochmal aufziehen, geht nochmal einiges mehr. Jetzt bloß gucken, bei Charles Leclerc dürfen wir das hier nicht übertreiben. Bei Mick sieht das recht gut aus. So, wir haben mal Mick vorbeigelotst. Dann Charles Leclerc wird das Tempo nämlich so nicht mehr auf Dauer gehen können. Und muss eh gleich in die Box, aber auch das versuchen wir noch hinaus zu zögern. Und mal schauen, was Mick aus eigener Kraft dann wirklich herausfahren kann. Zehn Sekunden zu Verstappen. Also am Ende muss das aufgehen, denke ich. Die letzten 10 Runden müssten wir deutlich schneller sein. Gucken, Max Verstappen kommt gleich über die Ziellinie. Eine Sekunde, sehr schön. Und wir können Charles Leclerc auch noch ein bisschen ziehen.
Wir müssen ihn nicht unbedingt dazwischen haben. Das entscheiden wir dann aber auch erst kurz vor Ende, wie wir damit verfahren. Russell ist vorbei an Verstappen. Ja, ja. Schön. Es sieht sehr, sehr gut aus. Wir werden vor Alonso rauskommen, hinter Verstappen. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir stopmäßig da ein bisschen mehr hier noch Luft verschaffen können. Charles Leclerc würde das nämlich auch tatsächlich gehen. Ja, zieh ruhig vorbei. Eine Sekunde schneller gewesen. Jetzt sollte er vorbeigehen. Jetzt gucken wir mal, ob Charlie noch mal ein, zwei Runden ziehen kann. Hoffe ich nämlich. 13,5 Sekunden Vorsprung haben wir nämlich schon. Dann sind es am Ende letzten Endes, dann reden wir von 5 Sekunden ungefähr. Und die schaffen wir. Definitiv. Charles Leclerc wird derjenige sein, der nächste Runde in die Box geht. So, Startziel 36,9 für Mick. Wir gucken mal, was gleich Verstappen hat. Aber die haben gleich schon 15 Sekunden. 38,0. Das geht auf jeden Fall auf. Können auch noch schön hinterherfahren. Kapi. Er fährt in die Box. Suffle ist sicher. War gleich 15 Sekunden. So, wir lotsen Mick vorbei. Hat jetzt wahrscheinlich ein bisschen Zeit gekostet. Komische Herangehensweise, ich weiß, aber so ist es jetzt einfach. 37,2 haben wir gefahren, Verstappen auch, Russell auch. Charles Leclerc kommt als Vierter wieder raus. Ja, 5 Sekunden ist Charles Leclerc dahinter. Mit den Softs sollten wir volle Pulle angreifen können. So, Mick fährt in die Box. Nein! Ja, sicher. Das muss ja passieren. So, da sind die beiden vorbei. Da kommt jetzt auch gleich Charles Leclerc. Der sich dahinter einsortiert. Der darf nicht gegen den Teamkollegen kämpfen. Das finde ich schon mal sehr gut. So, 6 Sekunden zur Spitze. Ich denke, das kriegen wir hin.
So, und Mick nimmt richtig Anlauf. Wir müssen gucken, dass wir Charles Leclerc ein bisschen zügeln, sonst fährt er gleich die schnellste Runde und das wollen wir nicht. Die sollte Mick gleich bekommen. 1,35,0, 2,5 Sekunden schneller. Jetzt können wir Charles Leclerc auch nochmal fahren lassen. Da geht Mick konsequent schon mal an Russell vorbei, wo Verstappen schon überholt hat. Und Verstappen wird kein Problem für Mick sein. Können wir noch dahinter bleiben? Ich würde das gerne auf der Langgeraden machen, da lohnt sich das. Leclerc ist übrigens schon an Russell vorbei. Da dürfte Verstappen eigentlich keine Chance haben. Du musst rausziehen, Mick. Oh, da macht sich richtig breit. Das ist sehr gut gemacht von Verstappen auf jeden Fall. Frage ist, wie lange kann er das durchziehen? So, hier nochmal auf der Geraden. Jetzt vorbei. Jawohl. Charles Leclerc muss der Nächste sein. Ist er auch. So, die letzte Runde läuft. Ursprünglich hatten wir vor, Charles Leclerc in die Box zu holen und er wäre nach einem Stop hier in die Region gekommen. Aber ich möchte ihn vor Verstappen haben, denn wir würden somit Verstappen 2 Punkte mehr abnehmen. Also mit Mick Schumacher. Natürlich hat Mick Schumacher dann weniger Punkte in Richtung Charles Leclerc abgenommen, aber das Szenario nehmen wir in Kauf, weil das können wir im letzten Rennen immer noch gerade biegen. Aber somit wäre die Meisterschaft extrem offen, wie glaube ich schon seit Jahren nicht mehr. Drei Fahrer, die um den Weltmeistertitel kämpfen. Das ist Schumacher als erster im Ziel. Absolut fantastisches Ergebnis. We have checkered flag Alpine auf 5 und 6. Hier sieht man Ferrari feiern. Sie haben den Konstrukteur. Den Konstrukteurstitel? Nein! Das ist sehr heftig, sehr schön. Alpine hat viele Punkte geholt. Ich denke, hier ist auch in der Richtung alles klar. Mercedes hat es nicht aufs Podium geschafft. Sehr schade. Fahrertechnisch. Mick fehlen 3 Punkte zu Charles Leclerc. Und er hat sich 7 Punkte von Max Verstappen abgesetzt. Sehr, 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 sehr schön. Ja, das bedeutet, im nächsten Rennen vor Max Verstappen ins Ziel kommen, vor Charles Leclerc ins Ziel kommen und Weltmeister werden. 8 Rennsiege für Mick Schumacher. 9 schnellste Runden, 3 Pole Positions leider nur. Lando Norris. Nur lediglich Punkte für McLaren. 18 an der Zahl. Die hat er auch alle alleine geholt. Er ersetzt in der nächsten Saison Charles Leclerc. Ja, ein fantastisches Ergebnis. Alpine. Oh, mal gucken, ob hier Gasly Carlos Sainz noch überholt, aber auch Williams macht einen sehr, sehr guten Job. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns zum letzten Rennen. Wer bekommt den Titel, ist hier die Frage.